Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie hier. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Ich bin euer Xarko Willek, auch gleich Schluss. Ja, es wird spannend, denn wir arbeiten uns immer weiter zur Mitte des Erdkerns vor. Ich bin mal gespannt, was uns so erwarten wird. Und ja, seid gespannt. Ja, also unterirdisch war echt gut, also. Ich setze mal ein paar Verbindungen, Xarko. Ja. Auf meiner Welt muss ich jetzt erst mal warten, bis es... Oh nee. Gib mir Gemisch. Oh, ist das Gemisch? Nee, das ist Harz. Das hätte ich auch gerade gesehen. Sarah, aber da, oder? Das ist doch Gemisch da. Rechts. Sarah, wir müssen mal eine Challenge... Ja, das ist Gemisch. Für eine Challenge, so für zwei, drei Personen... Du bist schon auch gekommen, ha. ...eigenen Welt, aber... Problem ist, wir dürfen einfach alle und kein Gemisch direkt. Cool, kaum angefangen, was zu sorgen ist, meine Energie schon, ist mein Sauerstoff fast leer. Ja, ich komme schon. Danke. Und klar, ich hab eine Alternative bei dieser No-Gemisch. Ich bin fast da. Einfach so viele Teile mit dem Gemisch eben, mit dem Harz eben. Bitte sehr. Sehr gut. Danke. Starock, du auch. Hä? Du auch. Ja. Ja. Ich habe nämlich keine mehr. Ja, ich habe jetzt auch keine mehr. Also drei Stück habe, drei Gemisch habe ich jetzt. Okay. Ich habe nicht eingemischt zusammen, ich muss noch einmal kurz was suchen. Oh. Fällt ganz wenig. Gif. Xarock, kriege ich Gemisch? Ob hier irgendwo noch was ist. Und ja, super, jetzt kommt ein Wind. Was echt blöd, wir sind doch relativ geschützt hier noch. Ich glaube, da oben ist noch mehr Gemisch. Ja, da oben. Gemisch. Das bleibt mit dem Challenge am Lauf. Ich habe jetzt mal eine Energiezelle gemacht, ja. Mhm. Sag, ich weiß es. Also ich sag, dass es gemischt ist, wäre. Au! Aua, ich wurde von Stein getroffen. Bist du tot? Ja, Stein. Ja. Aua. Scheiße. Sag ich euch, werd nochmal Stein getroffen. Sarok? Aber weißt du, was das cool an dem Wind ist? Noch nicht. Wir bekommen jetzt richtig viel Energie. Ja, super. Weil ich da ein mittleres Kraftwerk hingestellt habe. Schön, wie genau über die Berge dieser Sturm zieht. Ja, aber voll. Ich hoffe, er trifft mich nicht! Scheiße! Du bist jetzt auch tot, oder? Ja, und ich hatte so viel. Ich laufe da gerade wieder hin. Ich hoffe, ich finde meinen Leichtkörper wieder. So, ich weiß, was du von mir hören willst, dass ich sage, dass dieses Gemisch nützt. Xarok, wo kann ich denn die Energiezelle hinsetzen? Am besten auf einen Hut. Ach, da ist Platz. Jetzt können wir halt zumindest ein bisschen Energie speichern. Ich habe meine Leiche auf jeden Fall gefunden. Ja, ich sehe meine auch irgendwo da oben. Ja, ich hätte ja nichts mal dabei gehabt, stimmt, da war ja ein Sauger drin. Ja, jetzt ist kein Wind mehr, ist klar, ne? Ach, jetzt öffnet sich Spotify, Mann. Spotify ist toll, manchmal, meistens. Kommt drauf an. Was für ein großes Netzwerk wir schon hier aufgebaut haben. Komm schon! Ich will meine Leiche! Darum, ich muss was zurücknehmen. Was denn? Mit dem, was ich den Ärzten gesagt habe. Harz ist doch notwendig. Was Harz? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass du gesagt hast, dass das nicht wichtig ist. Nee, jetzt kommt schon wieder Wind. Verpiss dich, Wind. Ich hab doch gesagt, der Wind wird irgendwann kommen. Boah, hier ist so viel Gemisch hier oben. Ernsthaft? Bring's mal nach Hause. Ja, hier ist aber keine Verbindung mehr. Warte, ich versuche. Ich hab hier welche. Ich krieg nur durch meine Forschungen nur
Titan. Ey, jetzt habe ich schon gleich 4. Gibt's nicht irgendwas zum so ein Beamer oder so? Teleporter eben. Wünsche ich mir. Ah, das war dumm. Oh. Da Gott! Hilfe, brauchst du neue Sauerstoff? Nummel. Wie erstellt man denn sowas wie einen 3D-Drucker oder so? Haben wir das haben schon. Das hab ich gebaut mit meinem kostbaren Kupfer. Wie bist du da hochgekommen? Gehoppelt. Ich muss wirklich nur Crap aus meinem Kissen ziehen. Nicht mehr hart erarbeiten. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr für Gemisch. So viel ist hier. Nein, oh, es kommt was runter, Achtung! Wo? Da rollt ein Gemisch. Nein, ich hab verfehlt, verdammt! Ha, ich komm ran von unten. Von oben. Achtung, da kommt noch was. Das brauche ich nicht, lass ihn vorbeifallen. Achtung, da kommt gleich noch mehr. Achtung, Gemisch kommt. Ich fang's. Nein, daneben. Ich hab jetzt auch da noch kommt noch eins. Gemacht. Achtung. Da, Kopf entziehen. Oh Gott. Ja, du seid gefangen. Sehr gut. Achtung, da kommt gleich noch eins. Na, jetzt, oder? Nee. Darum. Achtung! Und noch eins! Und noch eins! Eins hab ich! Achtung, da kommt noch eins! Die ist alles voll! Hä? Wie startet man Kohlegeneratoren? Kohle! Eigentlich nur Kohle ran, Mann! Kohlegeneratoren, womit startet man, wenn nahe Kohle ist? Also ja, damit kommen wir bis auf die andere Seite der Erde. Ja, sag, wie willst du denn bitte wieder zurückkommen? Wer, ich? Irgendwie. Ja. Wie denn nicht? Xarok, du sollst einfach da mein Habit mitnehmen. So, Xarok, wir produzieren. Ah, sehr gut, endlich, da geht ja wieder was. Achtung, Nachschub kommt nach unten. Ich grab mich grad, ich wollte mich gerade nach oben graben. Ach so, egal, oh. Ich muss sowieso das von unten noch aufsammeln. Okay. Egal, ich schmeiß runter. Gut. Ja? Ah, es hat mich fast erschlagen. Du musst irgendwann mal Kohle nachfüllen, ne? Jo, wenn ich mal was finde, bring ich's mit. Und da kommt noch einer. Ich hab gleich keinen Platz mehr, aber egal. Ich hab einen Sauger immer noch Platz. Ich sehe sogar von hier. Boah, wie viel Gemisch ist das? Scharok, ich muss das so gleich noch ausmachen. Ne? Ach so, ja. Ich bringe euch jetzt noch mal ein bisschen Energie vom Energie. Sehr ich glaube, zwei oder drei Gemisch sind durch den Boden geglitscht. Oh, schade. Darok? Ja. Ist doch nur jetzt gerade habt ihr einen Energieboost bekommen. Was? Ja, ja. Ach, hat ihr doch keine Sorgen um das Gemisch. Ist ja nicht so wichtig. Ist in der nächsten Höhle darunter eh wieder. Ich habe jetzt 5 Gemisch. Ich habe 6 und 3 schon erstellt. Alter Schwede, da war richtig was los jetzt. Ich glaube, das reicht sogar erstmal. Das glaube ich auch, ja. Darum, ich muss was. Bist du gerade gestirbt? Ja, ich bin zu tief gefallen. Wow. Ich mach mich mal auf den Weg. Ich glaube dir mal was davon. Ja, nimm was du tragen kannst. Ich hab ja noch einen Sorge. Ja, ich muss ausmachen. Ah, okay. Glaube. Oh, hier ist laut. Da kommt einer. Bin ich auf dem richtigen Weg? Okay. Aber der Energieleiter. Okay, ich muss auf. Ja, okay, du okay. Okay, ciao. Ein paar Minuten. Hat okay, Spaß ich kann die kann die Verbindung nicht mitnehmen. Hä, wo muss ich denn hinlaufen? Ah, da. Da wo ich die Plattform gebaut habe, in die Richtung. Ja, ich sehe es gerade. Ich hoffe, dass das die Mitte war. Wenn das die Mitte war, müsste man es eigentlich schaffen.
Sarok? Ja? Ich habe nochmal einen kleinen Tank gemacht, ja? Oh, nice. Also Sauerstofftank, dass wir hier... Oh, da kommt Wind. ...Sauerstoff speichern können. Oh, oh. Und schnell nach Hause, oder? Oder sollen wir uns vergraben? Schnell nach Hause. Ich habe Angst vor Stein. Oh Gott. Wie kann man eigentlich aufbauen, Sachen aufbauen? Steuerung gedrückt halten. Ne, mit Steuerung glättest du mit Alt. Ah ne, dann war es mit Alt, ja, genau. Ich mache hier mal zu. Ach so, geht das. So. Irgendwie finden wir schon wieder raus. Jo. Weil ich baue hier so einen kleinen Schutzraum um unsere Base mit Eingang. Wir bauen uns hier gerade ein Wohnzimmer, glaube ich. Ja. Also so. Xarok, ich habe die Base schon mal ein bisschen geschützt. Sehr gut. Schützt die Base. So. Zumindest da, wo ich ständig arbeite. Ein bisschen schief, aber egal. Egal. Dann hat es wenigstens einen natürlichen Abperleffekt, wenn es tropft. Und? Sag mich gerade schon vorbei. Es klingt so ruhig, gell? Ich glaube, es ist vorbei. Ja, kein Druck. Ja. Du kannst kommen. Okay. Wir sind auf dem Weg. So, das war ein kurzer Sturm. Sollen wir die Verbindung mitnehmen? Ich hätte sie hier gelassen erstmal. Man schon. Weiß ja nie, wann Mama wieder hinläuft. Ja. Na dann. Wollen wir mal gucken, was wie weit wir kommen. Was sagt Xelin eigentlich dazu gerade? Zu was? Ist Xelin überhaupt neben dir oder nee. Bei dir? Ich glaube, die ist... Ich guck gerade, glaube ich, Detektiv Conn oder so. Also vor dir, oder? Nee, im Schlafzimmer. Ach so. Ich mach hier mal ein bisschen schöner. Wir graben auf die... So ich hab schon den Titel für die Folge. Werden wir die andere Seite erreichen? Xarok? Oder der Tunnel nach China. Wann kommst du denn hier an? Was? Seid ihr schon da? Ich bin gerade da. Ja. Hi. Bitteschön, was machst du denn da? Ich habe ein bisschen Landschaftsbau betrieben. Ja, das sieht interessant aus. Ich mit Xarok vollgepackt. Wir müssen hier jetzt alle deine Zuschauer dran schreiben. Das wäre was, genauso an der Wand kritzeln. Ach, Xarok, gibst du mir das Gemisch? Welches Gemisch? Ich kann dir ein bisschen was geben, ja. Warte, wie viel brauchst du? Ein bisschen schon. Ein Stack. Xarok, du bist eingesperrt. Oh, ist aber schade. Okay, den Rest bräuchten wir noch selber, falls. Also 4 Stacks Verbindungen habe ich jetzt. Oh Gott, wie schnell bin ich? Ja, da wird man echt schnell, gell? Ich dachte, ich sterbe. Xarok? Ja. Ich muss jetzt auch weg, ne? Ach so, ja, okay. Hat mich gefreut, schön, dass du da warst. Morgen wieder? Das weiß ich nicht. Okay. Aber reden auf jeden Fall, ob wir das spielen, das weiß ich nicht. Ja, das ist mir. So. Ja. Dann bis morgen, ne? Bis morgen, tschüss. 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 Schlaf. Ja, ich gebe mir Mühe. So, ich bin ja echt mal gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Ich kann bis 22 Uhr wenigstens noch, also. Ja, so bis 22 Uhr kann ich auch ungefähr. Ab da müsste ich dann Schluss machen. Aber das müsste ja... Wenn das wirklich die Mitte ist, müssten wir eigentlich es hinkriegen. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe. Oh, wird man hier schnell. Ich glaube, das hat mir auch gerade gedacht. Das ist ja wie Wasserrutsche fahren. Ich weiß nur, ob ich das Video gesehen habe, wo du da über das Stück von den Schneidwerkswagen gefahren bist. Ja.
Oh. Wuhu! Yippie! Oh, da war ein Huckel, da bin ich ein bisschen geflogen. Ja. Das Beste war ja immer noch gewesen, in der letzten Ferienwoche, da bin ich ja nochmal mit dem Trecker gefahren, mit Bodenbearbeitung ein bisschen machen. Ah, cool. Ja, gut. Erster Tag gefahren, ziemlich in der Hälfte von Tag. Auf einmal der Trecker zeigt da Kühlerflüssigkeit zu heiß. Oh, aha. Geguckt, ausgemacht den Trecker, draußen geguckt. Na, alles in Ordnung zu sein, nicht gesehen. Und dann? Na, ich habe ja gut, erstmal ein bisschen weiter gefahren, dass ich erstmal am Vorgewinde rankomme. Dann habe ich meinen Vater angerufen, dann ist er mal rausgekommen. Ja, gut, dann hat sich geklärt von den Ventilator. Hat sich der Keilriemen verabschiedet. Oh, hoppla. Ja, dann haben wir den getauscht, dann bin ich weitergefahren. Und dann, am Ende des Tages, hat das nochmal angezeigt, Kühlerflüssigkeit viel zu hoch. Mhm. Dann ist er wieder gerissen, dann standen wir da. Was ist jetzt? Ja, okay, machen wir morgen. Nächster Tag wieder Keilriemen gewechselt, weil das hat sich alles gedreht. Alle Lager haben sich gedreht. Wir haben uns gewundert, was das ist. Okay. Ja, gefahren am nächsten Tag, ich bin nicht mal eine Stunde gefahren. Und immer am Vorgewinde habe ich geguckt, ob noch wirklich alles funktioniert. Und jetzt kommt's. 50 Meter Vorgewinde geguckt, 50 Meter gefahren. Es gibt ein schönes Zischen von so einem Gummiriss und das qualmt. Oh oh. Das war nicht so schön. Nee. Und warum? Weil von den Ventilator direkt, weil der Ventilator wird ja von der Wasserpumpe noch mit angetrieben. Ja. Und dieser Ventilator, die Lager davon, die haben sich verabschiedet. Die haben gar nicht mehr gedreht. Ach so, scheiße. Das war nicht so schön. Nee. Ja, jetzt läuft mein Trecker wieder. Aber das Beste, jetzt ist die Scheibenecke von der Walzen hinten die Lager kaputt. Aha. Und ich hätte eigentlich noch 70 Hektar, aber... 70? Ja. Ja. Naja, das schafft man eigentlich relativ, wenn man wirklich arbeitet zügig. Na gut, zügig arbeiten, 15 km/h. Klingt jetzt langsam, ja. Ja, aber mit 15 km/h drehen ist lustig. Wenn du da nicht aufpasst, dann hängst du irgendwo im Gebüsch. Ja. Das wird Gott sei Dank noch nicht passiert. Oh, schon wieder so ein Kern. Nein, kein... Okay, komm, dann geh doch. Aber sind wir ziemlich in der Mitte von diesem Planeten. Ja, würde ich auch sagen. Oh, scheiße. Ich bin tief gefallen, aber ich lebe noch. Ah, solange du noch lebst, ist noch alles gut. Das dauert bin ich alleine. Halbe Stunde, bis man runterläuft. Ich will nicht alleine laufen. Ich will das nicht alleine graben. Wird nur schlecht, wenn es dunkel ist. Ja. Ich glaube, man kann aus Gemisch auch Energiezellen bauen. Echt? Ja, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Das Beste war gewesen, vorgestern war es gewesen. Sind sie mit so einem riesen Radschlepper gefahren, mit so einem großen Knicklenker. Mhm. Ja, den haben sie bis zur Radnarbe versenkt. Im Schlamm oder was? Ja. Oh. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Dazu gehört ja auch schon was. Ja, normalerweise, wenn du merkst, dass du festhängst, gibst du eigentlich weniger Gas. Tja. Oder wär's rückwärts. Oh. Macht halt Spaß. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Hab's doch schon fast festgesteckt, aber ich bin immer noch wieder rausgekommen. Sehr gut.
Den mussten sie ja mit drei Trecker rausziehen, ja, und den Grubber, ich, ja, den Grubber, den dahinter hatte, den mussten sie einzeln sogar noch rausziehen. Wenn der einmal feststeckt, dann das heißt dann schon mal was. Ja, dann ist Ende. Was ich auch noch erlebt habe, da war, das war vor, ja, das war 2011 gewesen. Ja, da habe ich es erlebt, da ist ein Mähdrescher so weit weggesackt, dass die kompletten Vorderreifen weg waren. Ach, krass. Sieht schon nicht schlecht aus, das Bild. Mhm. Da haben sie mit einem Knicklenker nur mit Ketten und noch einen Schlepper gezogen und selbst die haben es fast gar nicht geschafft. Ach, krass. Brauchst du dann bald schon einen Kran? Warte, ich habe ja auch so in der Halle gearbeitet. 50 Euro habe ich mir ja damit verdient. Aha. Heißt, so ein bisschen Getreide mal hochgeschoben und umgelagert, was ziemlich nass war, Getreide. Ja, wenn es ja zu lange liegt, dann fängt es ja an warm zu werden. Ja, und irgendwann gammelt dann auch ja, und so. Ja. Das ist das gleiche Prinzip wie mit Stroh, wenn das nass eingelagert wird. Ja. Und dann kannst du den Marshmallows braten. Mhm. Ja, kommt ein Arbeiter an. Sagt er, wir bräuchten mal den Teleskoplader. Der Mähdrescher hat sich ein bisschen sehr tief versenkt. Ja, im Endeffekt habe ich dann so einen kleinen Weidemann-Radlader gekriegt, der gerade mal halb so groß war wie der Teleskoplader. War aber lustig damit. Dann, ja, hat mir mein Vater ein Bild geschickt, da haben sie ihn auch so tief versenkt. Aha. Passiert aber also nicht nur manchmal, sondern öfters. Und das Lustige war ja, weil der Betrieb, der hat ja mit Zahlen auf die Mähdrescher, weil ist ja Überladewagen, alles noch mit, ist ja einfacher dann für die Abfahrer. Ja. Kannst du sagen, die 2 blinkt, die 4 blinkt. Ja. Und das ist nicht das erste Mal, dass es mit einer 3 passiert ist, dass sie so versenkt war. Wir graben ein Loch so tief, wie man nicht denken kann. Schau mal, spring mal. Guck mal, was hier passiert. Oha. Und die Schwerkraft dreht sich, glaube ich, so langsam. Ja, irgendwie kommt es mir auch so vor. Ich glaube, irgendwann werden wir an der Decke kleben. Hä? Ja, weil wir dann theoretisch auf der anderen Seite sind. Da muss sich das ja eigentlich rein theoretisch drehen. Ja, stimmt. Bin mal gespannt. Sonst würden wir ja runterfallen. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich gerade kein... Hast keine Verbindung mehr? Ja, jetzt muss ich mal das Gemisch von meinem Sauger gerade abnehmen, schnell. Also ich habe auch noch irgendwie... hier... Ich kann dir auch noch was geben hier. Komm nur gerade nicht an... Ah, nee, ich kann nicht an mein Gemisch ran. Mann! Ist zu eng hier. Mal kurz wieder einen Raum bauen. Der Monzen. Boom. Boom. Please hold the line. Grip McKenny habe ich in letzter Zeit nicht weitergebaut, weil ich ja die ganze Zeit an Rainbow sucht war. Ja, macht ja auch Spaß, wenn man da gut ist. Ja, gut. Ich hatte schon mal bessere KD gehabt, als eine 07er habe ich. Mhm. Aber sonst... Es macht ja sowieso keinen Spaß, wenn du irgendwelche Leute drin hast. Wenn du um die Ecke guckst, du bist sofort tot. Ja, so macht es dann keinen Spaß, das stimmt. Ja. Und so Leute gibt's immer. Es gibt immer jemanden, der irgendwie besser ist. Mhm. Wenn ich mir so manche YouTuber angucke, so auch Englische gucke ich ja. Ja. Da gibt's einige, von diesem Skill kann man träumen. Ja. Oh, mein Handy ist aus. Akku leer. Oh. Mein Handy musste ja leiden. Hm. Ich habe mir extra so richtige Outdoor-Hülle gekauft gehabt, weil ich ganz genau weiß, dass ich sowas immer hinkrieg. Aha. Bin mit dem Trecker gefahren.
Ja, da war ein Loch gewesen von einem Mähdrescher, der schräg gefahren ist in meiner Fahrtrichtung. Mhm. Ich hab das nicht gesehen, weil die Pflanzen drüber gewachsen waren. Oh. Ich hatte mein Handy rechts auf der Konsole gehabt. Ich sehe nur mein Handy vor meinem Gesicht vorbeifliegen und auf die Kupplung rauf. Ups. Ich bin mal mit dem Auto mal über mein Handy gefahren. Oh, das hab ich noch nicht hingekriegt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Es lag wohl unterm Reifen. Wir sind losgefahren, das war sowieso krass. Der hat es 35, 36 Grad gehabt im Schatten. Und das Handy lag etwa 6, 7 Stunden lang in der knallen Sonne. Ich habe gedacht, das Handy funktioniert nie mehr. Ich bin drüber gefahren, ich habe gedacht, das Display wäre kaputt, alles wäre kaputt und dann noch so lange in der Sonne. Kein Problem. Ja. Handy funktioniert noch. Nichts kaputt. So krass. Also außer hinten bei der Kamera, da das Glas, da ist ein bisschen gesprungen, aber... Ja. So krass, hätte ich nie gedacht. Aber die Hülle, die ich habe, die ist auch ihr Geld wert. 40 Euro hat sie gekostet, aber die hält gut was aus. Bevor ich die Hülle hatte, da hatte ich noch so eine normale Plastikhülle drum gehabt. Und die Hülle ist mir vom und da ist mir das Handy vom Mähdrescher runtergefallen. Na, da ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig, oder? Nein, es lebt noch. Also da ist nichts weiter. Das einzige Kratzer an der Hülle, aber von den Stoppeln halt, aber sonst nicht. Gott sei Dank lag da kein Stein, das wäre schlimmer aus gewesen. Mm. Ein Freund von mir, da haben wir draußen. Auf dem Betriebsgelände ist so ein riesen Kiesberg. Und damit haben wir immer irgendwas ausgegraben, ein bisschen mit Wasser durchgesiebt aus Langeweile. Also Goldsucher so in der Art. Ich verstehe. Und schon was gefunden. Ja. Hey, im Bach haben wir auch sowas gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und dann fällt mein Freund das Handy runter und genau mit dem Display auf dem Stein. Er hatte so Glück, dass es nur Kratzer war. Oh, krass. Meine Mutter wäre ja beinahe mit einem LKW über ihr Handy gefahren. Wow. Da wäre auch nichts mehr übrig geblieben. Ne? Und der LKW war voll beladen. Und Gott sei Dank hast du es noch rechtzeitig gesehen. Aber das auch nur, weil ich sie in dem Moment angerufen hatte, weil ich mal fragen wollte und alles. Auch so mal, wie es ihr geht, alles. Ja. Sonst hättest du das Handy nicht gesehen, so, wie es geleuchtet hat. Nicht. Ja, genau. Oh krass, wie lange man jetzt fliegt. Hallo. Komm mit dem Kopf gegen die Wand. Tschüss. Ich flieg einfach hier runter. Aber ich glaube, wir werden nie mehr hochkommen. Ach. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ja, keine Energie mehr. Guck mal, man hüpft, da geht man echt an die Decke. Oh, ich klebe an der Decke. Ich fall nicht mehr runter. Einfach ein bisschen nach oben laufen, dann geht's wieder. Oh, krass. Okay. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Ich komm nochmal runter. Wie viel hast du noch? Hast du noch genug? Ja, ich hab noch... Warte mal, jetzt habe ich noch ein ganzes Stack und ich glaube einmal gemischt noch in Crafting-Leiste. Okay, also ich habe auch noch ein Stack. Hier. Kannst du ja mal nehmen. Aber wenn es so weitergeht, fallen wir bald nicht mehr. Ja, ich bleib jetzt schon fast in der Decke, wenn ich hier runterlaufen will. Hä, was ist das für ein Geruch? Achso, du craftest was. Ich komme dann irgendwie mal wieder auf den Boden. Du
So, vorletzte Folge. Ja. Bald ist es zu Ende. Schaltet wieder ein, wenn es wieder weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es bleibt immer noch spannend. Was werden wir entdecken oder was wird passieren?